willst auch solche Trutten fangen? Ich zeig dir jetzt, wie das funktioniert. Wir sind am Forellenhof, die Trout Meadows sind in den letzten Monaten wirklich in aller Munde und ich lese immer wieder in den Kommentaren, ja, da kann man ja auch genauso gut mit ganz einfachen Marshmallows angeln. Ich möchte heute einfach mal so ein bisschen die Unterschiede von unseren Trout Meadows zu herkömmlichen Marshmallows aufzeigen. Zunächst einmal sind unsere Trout Meadows alle ummantelt. Das bedeutet, jeder Trout Meadow hat eine Lockstoffschicht um sich drumherum. Wie ihr sehen könnt, das färbt auch wunderbar. Dieser Mantel löst sich während der Angelzeit im Wasser nach und nach ab und gibt so Duftstoffe an das Wasser frei. Wenn die Trout Meadows nass werden, seht ihr schon, schmiert das nochmal extremer. Diese Trout Meadows geben also wirklich hier diesen Schleier ab, kontinuierlich ans Wasser, so dass die Forellen so einfach sehr, sehr schnell auch an euren Haken gelockt werden. Zusätzlich sind die Trout Meadows natürlich noch UV-aktiv, die Farben ballern hier richtig und wir haben verschiedene Sorten mit verschiedenen Lockstoffen, sprich Aromastoffen, die die Forellen dann natürlich auch ansprechen. Alles in allem wirklich ein super innovativer Köder und wie ich die am besten anköder, zeige ich dir jetzt. Ihr könnt die Trout Meadows natürlich ganz einfach direkt auf den Haken ziehen. Ich mache das lieber tatsächlich mit der Ködernadel, das heißt, ich nehme hier das Vorfach und ziehe den Trout Meadow tatsächlich so auf die Schnur drauf. Da könnt ihr es sehen. So, jetzt kommt unten unser Haken. Hier ist jetzt ganz wichtig, dass man das Tönnchen nicht zu sehr verbiegt, dann ist es nachher nicht schön drauf. So, der Haken darf ruhig ein bisschen rausgucken. So ist es optimal. Heute angle ich mal tatsächlich Single, nur mit den Trout Meadows. Natürlich könnte man das Ganze jetzt auch noch wunderbar mit einer Bienenmade garnieren, aber wir wollen heute zum Start erstmal nur einen Trout Meadow angeln. Wie ihr sehen könnt, der Bodentaster, der läuft frei auf der Schnur. Jetzt machen wir noch einmal den Test. Wir haben heute super klares Wasser. So, und hier könnt ihr sehen, der Bodentaster geht schön runter. Und der Meadow, der steht 1A über dem Grund, genauso wie das sein soll. Man kann ihn jetzt natürlich auch ein bisschen versetzen, immer mal wieder, wenn man die Fische suchen will. Und so sollte das Ganze am Ende des Tages aussehen. Rauswerfen, Rolle auf, beobachten und dann sollten schnell die ersten Trutten am Band hängen.